Willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day Dangerous von Luxman84. Einer von sieben hat es geschafft, oder einer von sieben Versuchen war erfolgreich, fünf Leute haben es probiert. Eine Abschlussrate damit von 14,28%. Ein Herz, kurz, knackig, Bosskampf, Super Mario World. Viel Spaß bei diesem Video. So, was haben wir denn? Wir haben erstmal sich hier den Kopf stoßen, das haben wir. Hier schnell durchlaufen. So. Hier ist kein Softlock, das ist in Ordnung. Leben, okay. Jetzt ernsthaft? Ja. Ui, das war knapp. Ach, komm. Hä? Okay, kann man machen. Kann man machen. Ich möchte kurz was erwähnen und das, denke ich mal, kann ruhig erwähnt werden. Wie soll ich jetzt den Schalter umlegen? So, okay. Ah, da ist der Boss wieder da, ne? Habe ich jetzt gerade ernsthaft den Panzer zerstört? Nice! Macht Sinn. Durch da. Deine Level werden wirklich immer besser, muss man sagen. Ja, aber ich will dafür jetzt kein Herz geben, weil es mir einfach zu kurz war. Du hattest nette Ideen dabei, aber es war mir einfach zu kurz. Ich meine, es waren jetzt 1 Minute 29 und ich hätte es sogar noch schneller machen können. Warte. Ich zeige es. So schon mal nicht. Oder ich weiß, dass hier ein Pilz auf mich wartet. Kann ich den da nehmen? So. Perfekt. So. Kommt hier der Boss. Haben wir den Schlüssel. Und durch. In unter 60 Sekunden. In dem Augenblick ein bisschen zu kurz für mich. Aber ansonsten ein gutes Level. Ist also nicht schlecht. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach dann zu kurz. Und jetzt kommen wir aber zum rein optischen, wie das Ganze so aussieht. Insofern gehen wir ab ins Detail. So, und da sind wir auch schon im Detail angekommen und, ja, wie gesagt, also, hier kann man einfach durch Damage boosten, kann dann hier rein theoretisch sich durchboosten. Man kann jetzt warten, bis das hier runterfällt, alles drum und dran, aber, hier macht es dann halt auch doch Sinn, hier so sich einfach nach unten zu spinnen, dass man hier schnell durchkommt, holt sich hier die Feuerblume, kommt zum Boss. Das hier, wie gesagt, ist so ein bisschen, ich finde es mal unnötig, aber kann man machen.
Hier wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn man sagt, okay, gut, irgendwas passiert dann automatisch irgendwann, dass er dann hier umswitcht. Ne? Dann kommt der Bosskampf und schon ist man am Ziel. Da ist rein theoretisch so viel mehr möglich. Ich glaube, bis hierhin geht das. Also hier wäre noch so viel mehr Luft. Es ist halt schade. Ja, an sich, wie gesagt, ein gutes Level. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.